Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Eine Weile ist es her, jetzt habe ich wieder mal ein bisschen was gesammelt. Heute geht es um ein Rework von Watson. Ihr kennt das von Mirage, da hat er auch ein Rework bekommen. Da ist wohl für Season 8 etwas geplant. Rampart bekommt demnächst einen Buff. Wraith soll einen Buff bekommen. Da kann es sein, dass es auch aus dem Season 8 kommt, steht aber noch nicht genau fest. Und Octane bekommt nochmal einen Buff mit seinem Jump Pad. Ich werde euch gleich im Detail erzählen, was da alles geplant ist. Vorher möchte ich euch nochmal ganz, ganz kurz, für die meisten, ihr wisst es, 2 Tage und ein paar Stunden ist es noch aktiv, ein Black Friday Sale im Store. Ihr bekommt jetzt hier ein paar ganz beliebte Bündel. Einmal dieses Bündel, was sehr, sehr geil von Octane ist. Ich gehe das nur mal ganz schnell durch, damit ich das Video nicht unnötig in die Länge ziehe. Hier für theoretisch 10.400 Coins. Hier stehen 55% Rabatt, weil ich ein paar Sachen habe. Aber das alleine kann nicht über 55% Rabatt ausmachen. Da ist, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Müsst ihr selber mal gucken, wie viel Rabatt ihr für dieses gesamte Gedöns hier bekommt. Dann gibt es hier allgemein noch so ein paar Sachen. Das Geilste, was ich hier eigentlich finde, ist eigentlich dieser Anhänger von Octane, den finde ich so ultra, ultra geil mit 25 Packs extra. Und es gibt noch einmal 3 legendäre Packs und einen Bloodhound-Anhänger. Der sieht auch sehr, sehr cool aus. Und hier haben wir noch ein Wraith-Bündel für 6.500. Ach, den kann man mit legendären Token sogar kaufen. Das ist ja interessant. Den hier auch mit legendären Token. Ausgerüstet. Achso, den besitze ich schon. Okay, da kann ich jetzt nicht sagen, wie viel der kostet. Apropos Black Friday, nur kurz für euch zur Information, möchte ich euch nochmal darauf aufmerksam machen. Es gibt aktuell eine Black Friday Aktion von Aim Controllers mit Code Casper10, bekommt ihr 70 Euro bei einer, und das steht oben links, das wissen viele immer nicht, bei Bestellung über 169 Euro, 70 Euro Rabatt ist natürlich echt eine mega fette Sache. Der wird irgendwann wieder zurückgesetzt, der Code, dann sind es wahrscheinlich wieder 60 oder 50 Euro bei 149 Euro Bestellwert. So, bevor ich jetzt weiter Eigenwerbung mache, geht es jetzt direkt mit den Informationen los. Watson soll ein Rework bekommen. Wie genau der aussieht, ist aktuell nicht bekannt, aber die Respawn hat sich die Pickrate von Watson mal genauer angeguckt. Egal ob Publics oder Ranked, die Pickrate von Watson ist relativ gering. Das ist zwar immer noch eine sehr, sehr starke Legende, wie sie sagen, aber sie wollen irgendwas an ihr ändern, damit die Pickrate wieder bisschen größer wird, soll aber wirklich ein bisschen dauern, eventuell Season 8, kann auch ein bisschen später sein. Das Rework von Mirage hat auch ein bisschen gedauert und stand auch schon lange, lange fest, dass das kommen soll. Rampart soll einen Buff bekommen, und zwar der Winkel von Sheila, wenn ihr die aufstellt, der Winkel, in dem ihr euch umsehen könnt und die Leute vollballern könnt, der ist relativ gering. Der Sichtwinkel soll etwas erhöht werden, damit wir wirklich einen größeren Bereich mit Sheila abdecken können. Und die Cooldown-Zeit ihrer Barrikade soll angepasst werden. Das kann zum Beispiel schon mit dem nächsten Patch kommen, ob das jetzt zum Train-Event, was am 1. oder das Holo Bash-Event, was am 1. Dezember startet, schon mit dabei ist, kann ich aktuell nicht sagen. Es hieß, einige dieser Änderungen sollen mit dem nächsten Patch kommen. Ob das Holo-Bash-Event jetzt ein riesen Patch wird, keine Ahnung, werden wir sehen. Gute Neuigkeiten für Horizon. Es wird an ihr erstmal gar nichts geändert. Respawn ist ganz zufrieden, so wie sie ist. Es ist weder ein Buff noch ein Nerf geplant, was ich sehr, sehr geil finde. Wraith soll nochmal einen Buff bekommen. Wie der aussieht, ist auch nicht ganz bekannt, aber laut einem Mitarbeiter, die Sprachmemos habe ich gehört, spare ich mir jetzt aber hier mit einzufügen, an der Hitbox soll wohl etwas geändert werden. Und wörtlich wurde gesagt, an der taktischen Fähigkeit soll etwas so weit geändert werden, dass sie in bestimmten Momenten einfach wieder mehr Bock macht. Könnte sein, dass die Cooldown-Zeit ihrer Unsichtbarkeit vielleicht ein bisschen reduziert wird, oder einfach die Aktivierung, diese 1,6 Sekunden oder 1,4 Sekunden, die das jetzt dauert. Das ist einfach meiner Meinung nach immer noch zu kurz, ist für mich ein Hindernis, Wraith überhaupt zu spielen. So in etwa soll es eventuell sein, da haben sie aber noch nicht durchblicken lassen, was eventuell geplant ist. Es wird noch nichts bearbeitet, es ist noch nichts irgendwie schon umgesetzt hinter den Kulissen. Es soll aber in Arbeit sein. Also gehe ich von Season 8 aus. Und ein Octane-Buff. Ihr kennt ja das Problem mit Season 6. Können wir diesen
hohen und weiten Sprung, den wir eigentlich mit X oder mit der Sprungtaste aktivieren konnten, bevor wir überhaupt den Doppelsprung machen können, sobald wir das Jumppad berühren, das wurde gepatcht. Ich gehe davon aus, weil die es nicht fixen konnten, dieses Steckenbleiben in den Jumppad, was wir manchmal als Problem haben. Das soll jetzt behoben werden. Ob das mit dem nächsten Patch kommt oder erst in Season 8, ist auch noch nicht bekannt. Es soll auf jeden Fall so sein, wenn wir dann das Jumppad normal benutzen, haben wir diese hohe und weite Reichweite, als wäre das dieser Superjump, den wir immer mit dieser Sprungtaste bei Berührung des Jumppads aktiviert haben. Das soll dann standardmäßig so sein. Und es gibt eine zweite Variante, das Jumppad zu benutzen, die finde ich zum Beispiel sehr, sehr geil. Wenn ihr in das Jumppad reinslidet oder euch hinhockt und drauf lauft, fliegen wir genauso hoch, wie wir es jetzt aktuell kennen, aber deutlich weiter. Wahrscheinlich einfach um größere Distanzen, wie zum Beispiel auf Olympus, auf Freiflächen, einfach höhere Distanzen schneller zurücklegen können. So, ich möchte euch jetzt noch den Trailer zum Holobash-Event nachreichen. Einige von euch kennen den vielleicht nicht. Ich wollte darüber nicht extra ein Video machen, weil ich zurzeit noch sehr, sehr privat eingespannt bin, habe ich in letzter Zeit extrem wenig Zeit zu streamen oder Videos zu machen. Aber am Dienstag, wenn dann das Holobash-Event, ich gehe von 19 Uhr, startet, werde ich auf jeden Fall live auf Twitch sein. Ich gehe mal davon aus, dass es so ungefähr 17 Uhr sein wird. Und am kommenden Samstag habe ich Bock auf einen richtig fetten XXL-Stream mit Schweini zusammen. Er wird dann hier mit neben mir sitzen, mit seiner PlayStation-Monitor aufgebaut, und eventuell bastle ich dann alles so weit mit der Kamera um, dass auch seine Hackfresse in meinem Video zu sehen ist oder im Livestream. Das wird bestimmt richtig, richtig geil. So, jetzt zeige ich euch auf jeden Fall noch den Holobash-Trailer. Wünsche ich euch noch einen schönen Start in die kommende Woche, noch einen schönen Rest ersten Advent, falls ihr tagesaktuell zum Sonntag das Video gucken solltet. Das war's jetzt von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Make it look lovely, don't I? In the mood for some shopping? Zootorns for Gibraltar. Feels cool, doesn't it? Desolate. You will feel that way for eternity. You've all been marked for death. Oh, you think you're tough? Winter may be long, but this journey, that's cut short for you. You forgot. I'm in control. Ah, Didi. Just wasn't your day. Prepare for certain death. What can I say? You are in my way. Your final hour cannot be escaped. Any last words? I just like the killing. Hey, wait, where's my boat?